Moin Moin, neues Video von der Pixelgarage Nienburg. Wir machen heute das Unboxing vom Riddick-Projekt. Das heißt, hier steht ein dicker, fetter Karton. Ich glaube, der hat 28 Kilo stand auf der Rechnung. Und den packen wir jetzt gemeinsam aus. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So. Unboxing-Zeit, das heißt, wir packen gemeinsam den Karton aus und gucken mal, was ich da so bestellt habe. Und dann nehme ich euch mal so ein bisschen mit auf die Reise und wir schauen mal zusammen, was da so drin ist und was ich mir so vorgestellt habe. Anfangen will ich gleich mit meinen Lieblingsreifen. Heidenau, ich werde euch das, nur damit ihr da keine Sorge haben müsst, dass ihr irgendwas nicht genau seht, ich werde euch nachher natürlich zum Abschluss nochmal schön Produktporn zeigen. Und dann werden wir nochmal die Möglichkeit haben, alle Produkte im Anschluss zu sehen. Also, Heidenau-Reifen. Ich bin ein Riesenfan von Heidenau. Die machen für mich die geilsten Gummis der Welt. Ich bin umgestiegen von Conti und davor Schwalbe. Schwalbe gab es nicht mehr. Da gab es noch ein paar Probleme mit den Schwalbe-Reifen. Und ich war dann so in der Findungsphase und irgendwann habe ich dann auf einer Messe die liebe Sabine kennengelernt von Heidenau und die hat gesagt, du Mensch, probier doch mal unsere Reifen aus. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung. Ich habe jetzt auf allen meinen vier Rollern, die ich habe, Heidenau Reifen und das ist die geilste Entscheidung überhaupt. Mega Reifen, sehr steile, sehr steife Karkasse, ist beim Aufziehen der Felge ein bisschen problematisch, aber das dankt dir. Beim Fahren hast du ein super geiles Kurvengefühl, also du hast nicht das Gefühl, dass der Reifen in der Kurve irgendwie wegkippt oder so. Der Reifen ist da sehr dankbar, wenn du, naja, sagen wir mal, ein bisschen gierig um die Kurve räuberst. Für vorne habe ich einen traditionellen Reifen, 3.5, ne? Also ich habe mir zwei gekauft, weil ich noch nicht genau weiß oder wusste, jetzt weiß ich es, aber noch nicht genau wusste, wie ich weitermache mit dem Breitreifenumbau. Ich lege die Reifen mal zur Seite. Da aber der Wolfgang von Crazy Monkey mit mir zusammen, oder ich mit ihm zusammen, ich habe vor ein paar Jährchen mal einen Breitreifen-Adapter-Kit entwickelt, damit der hintere Stoßdämpfer, wenn man den Breitreifen montiert, muss ja der Motor versetzt werden. Und damit der Stoßdämpfer nicht schief steht, habe ich so einen Adapter entwickelt, damit der Stoßdämpfer mit dem Motorversatz mitwandert und gerade lotrecht zum Motor steht und ihr kein schräges Einfedern habt. Und diesen Adapter hat der Wolfgang weiterentwickelt. Er hat mich gefragt, ob er das darf und dann habe ich gesagt, klar. Habe ich Bock drauf, mach sehr gerne und dann hat Wolfgang sich einen Kopf gemacht und hat was sehr Geiles rausgefunden, nämlich mit so einem Schwalbenschwanz und so. Aber ihr werdet das Produkt sowieso noch kennenlernen, das werden wir noch in diesem Zusammenhang mit dem Projekt werden wir das Ganze noch schön verwursten. Die Erfindung oder beziehungsweise die Weiterentwicklung des Adapters war aber dafür verantwortlich, dass ich mich entschlossen habe, einen Breitreifen zu verbauen. Und das ist ein 130er Breitreifen. Den werde ich verbauen, weil ich einfach Breitreifen geil finde. Ob das fahrwerkstechnisch oder fahrbedingt oder wie auch immer der ein oder andere Experte glaubt, wie geil oder wie ungeil das ist mir total wurscht. Ich finde es geil, es sieht geil aus und es sieht auch geil aus. Und ich stehe drauf und deswegen werde ich den verbauen. Da wir ja jetzt den Adapter von Crazy Monkey haben, wird es auch noch insofern leichter, weil ich den Stoßdämpfer schön aus- und einbauen werde können, ohne dass ich den Tank ausbauen muss. Oh, Gott sei Dank. Das ist ja das Ätzendste an dem ganzen Stoßdämpfer-Gefrickel, dass du immer den Tank rein und rausheben musst. Und das entfällt übrigens mit diesem Adapter auch. Aber den stelle ich euch mal zu einer anderen Zeit vor. Im Augenblick ist es so, dass die noch produziert werden und wir müssen da noch so ein bisschen warten, bis die dann fertig sind. Ich hoffe, Wolfgang, wenn du das Video siehst, du kommst in die Hacken und machst das fertig, weil ich brauche den Adapter für dieses Projekt. Also hinten, Heidenau, das ist übrigens der K80. Da steht es, K80 SR. Und der fühlt sich schon geil an. Also wenn du den in der Hand hast, weißt du schon genau, wie er auf der Straße klebt. Ja, freue ich mich tierisch drauf. Ich bin mal gespannt, wie breit die Karkasse ist. Ob ich damit mit dem Breitreifen-Kit von S&S, also ich werde vom Wolle mir aus Hamburg das Breitreifen-Kit holen, mal gucken, wie nah oder wie weit ich dann vom Kupplungsdeckel weg bin, weil die Contis haben das Problem, dass die Karkasse auf der Seite immer sehr nah am Kupplungsdeckel ist und dann, obwohl du den Breitreifen-Kit hast, je nach Luftdruck tendenziell doch schleift. Mal gucken, wie das hier ist. Ich glaube, also vom optischen her, dass wir hiermit deutlich schmaler sind. Aber das werden wir herausfinden, das werde ich euch dann zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Also, Heidenau-Reifen kommen auf den Riddick und das ist sehr sexuell für mich.
Weiter geht's. Ich habe den Karton schon mal aufgeschnitten, weil das ist nicht so interessant. Aber weiter geht's. Ja. Da müssten eigentlich... Ah, hier. Witzig. Hab mir auch Heidenau-Schläuche bestellt. Hoppala. Heidenau-Schläuche bestellt. Die kommen natürlich zu den Reifen dazu. Packen wir gleich mal da rein. Was haben wir noch? Wir haben eine Bremspumpe von Piaggio. Das ist eine Originalware, wie ihr seht, am Karton. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt aufkriege. Hab natürlich kein Messer dabei. Ah, geht. Also, eine Original Hengtong Bremspumpe. Jawohl. Zum Thema Bremspumpe will ich Folgendes noch sagen. Ich schwanke. Ich habe mir das hier bestellt und auch das Lenkerunterteil von dem LML-Lenker, weil ich das hier verbauen wollte. Und dann kam mir was in die Quere, was ich eigentlich viel lieber verbauen würde. Da muss ich aber das Unternehmen nochmal anrufen, ob die lieferbar sind und ob die Bock haben und Zeit haben, mir sowas mal zu schicken. Und zwar den Bremspumpenhalter oder das ganze Bremspumpenset von Motorino. Das, wo die Bremspumpe als solches im Lenker verschwindet. Das finde ich super geil. Das ist das Unternehmen, die Twin PX gebaut haben, also die PX mit den beiden Motoren. Was ein totales, bestialisches Schwein ist, dieser Roller. Ich habe vor die beiden, also die Franzi und den Chef, mal anzurufen und mal zu fragen, ob ich mal vorbeikommen darf. Ich würde das unheimlich gerne mal vor Ort sehen, was die da so treiben, weil die ganz extraordinäre und sehr pornöse Sachen machen. Und ich bin ja ein großer Fan von solchen Umbauten. Als Maschinenbauer bleibt mir da nichts anderes übrig, als da begeistert zu sein. Also das ist meine erste Wahl nicht mehr. Das ist jetzt meine zweite Wahl. Ich guck mal, ob und inwieweit ich da die Möglichkeit habe, das Bremspumpenset von Motorino zu bekommen. Und dann werden wir unter Umständen das verbauen. Also da hätte ich ja schon deutlich mehr Bock drauf. Also die Bremspumpe ist auf jeden Fall mal dabei. So, weg. Weiter. Naja gut. Lüfterradabdeckung, Elestart, ne? Weil wir haben ein neues Gehäuse bestellt beim Scooter Center. Und das ist, zeige ich euch gleich. Aber dafür braucht man unbedingt die Elestart Lüfterradabdeckung. So, was haben wir noch? Wie angekündigt, das LML-Unterteil mit der Bremspumpenaufnahme. Ganz wichtig, solltet ihr euch ein LML-Lenkerunterteil bestellen, müsst ihr bitte unbedingt diese Hülsensets dazu bestellen, weil sonst könnt ihr auf gar keinen Fall das Lenkerunterteil verwenden. Warum das LML gemacht hat, weiß ich nicht. Die Bohrungen für die Griffe, für die Rohre sind deutlich größer. Und dann passen die nicht, dann schlabbern die rum. Also da gibt es bei BGM ein passendes Zubehörset, was diese Buchsen... das habe ich auch bestellt, das werden wir gleich wahrscheinlich sehen. Was die Buchsen beinhaltet, das heißt, ihr könnt dann die Original-Lenkrohre von der PX nehmen. Ist halt die bessere Alternative als das Schweißen. Ist halt sauber gemacht. Sehr entspannt an der Stelle. So, weiter geht's. Na klar, neue Bremstrommel. OEM-Qualität, also es ist jetzt kein Original-Piaggio. Ich habe mit den Jungs vom Scooter Center mal gesprochen, die meinten, diese Qualität bei dieser Bremstrommel wäre gut, das heißt keine Unwucht, das wäre schon sehr gut zu verarbeiten, ist auch preislich interessant. Ich bin mal gespannt, ich verbause zum ersten Mal, weil die Piaggio Bremstrommeln sind doch recht teuer. Also auch da für mich Lernwert und Erfahrungswert wird ein bisschen steigen. So, was haben wir noch? Ah, Thema Schaltraste. Ich habe eine Schaltraste bestellt, eine Lusso-Schaltraste, weil ich das Lusso-Getriebe verbaue. Aber auch da muss ich sagen, bin ich auf der Seite von Motorino Diavolo fündig geworden. Die haben ja diese sequentielle Schaltraste. Und das finde ich auch sehr geil. Also nicht nur die Bremspumpe, sondern auch die Schaltraste. Habe ich Bock drauf. Ich habe mir das jetzt mal mitbestellt. Aber ich hoffe, vielleicht seht ihr das ja sogar, ihr Lieben, Franzi. Und ihr habt vielleicht da eine Möglichkeit, mir da mal was zuzuschicken. Und oder ich komme mal vorbei oder wie wir es auch machen, ist egal. Ich möchte auf jeden Fall diese beiden Produkte, die Bremspumpe und die Schaltraste, auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn sie gerade nicht lieferbar sind, habe ich halt Alternativen, müsste ich dann im späteren Verlauf dann nachbauen.
So, was haben wir noch? Zündgrundplatte. Zündgrundplatte BGM. Für mich erste Wahl. Also das heißt, die Zündgrundplatte verbaue ich immer dann, wenn ich eine neue Zündung habe oder eine neue Zündung brauche. Hat bisher immer funktioniert, nie Probleme mit gehabt. Witzigerweise stimmten hier auch bei denen, die ich hatte, immer die Zündung oder die Zündung stimmte insoweit, dass ich nicht aufflexen muss oder auffräsen musste, die Löcher, um den Zündzeitpunkt einzustellen. Das passte also mit den Markierungen und so weiter relativ nah übereinander. Klar hat man immer ein bisschen Toleranzen, aber die Zündungsgrundplatte von BGM ist für mich erste Wahl. Es gibt noch die von LML und dann gibt es noch die von Piaggio Original, aber die von Piaggio Original hat meiner Meinung nach entweder das gleiche Werk wie die von LML gesehen oder sind zumindest aus demselben Land. Und wo die herkommt, weiß ich nicht, könnte auch Asien sein, ist wahrscheinlich meistens so, aber die ist wirklich gut und die hat auch eine gleichbleibende gute Qualität. So, weiter geht's. Was haben wir hier noch? Tacho, Dichtring. Der Witz ist, der Riddick hat ungefähr 80.000 Kilometer gelaufen. Die Bestandsaufnahme zum Riddick machen wir zu einem anderen Zeitpunkt, aber die Kiste hat wirklich 80.000 Kilometer gelaufen. Also da wird vielleicht die eine oder andere Überraschung auf uns warten. Der Motor ist sowieso raus, den Roller gab es nur ohne Motor, deswegen auch der ganze Kladradatsch hier. Da werden wir also uns einen komplett neuen Motor bauen, deswegen machen wir den ganzen Zirkus hier. Und den Tacho werde ich neu abdichten, da kommt eine neue Scheibe drauf, den werde ich auch nullen in diesem Zusammenhang, weil 80.000 ist jetzt nicht so sexy, wenn das auf dem Tacho steht. Und da ist ein Roller, der womöglich neu lackiert ist und entsprechend aufwendig restauriert wurde, dann finde ich 80.000 ein bisschen deplatziert. Also den werde ich nullen. Da ich ja den Roller fahre, braucht da keiner Tacho-Betrug zu vermuten. Ne? Also, den Tacho-Dichtring haben wir dabei. Was haben wir hier noch? Das Polrad. Das ist ein 1750 Gramm Polrad von Ducati. Probiere ich jetzt in diesem Zusammenhang auch mal aus. Hoffe, dass das funktioniert. Werden wir sehen. So, was haben wir noch? Hier ist so eine Hülse zum Beispiel, wie ich eben angesprochen habe. Da, schaut mal. Das ist eine der Hülsen, die ist aus Messing. Die gehört zu dem LML-Lenkerunterteil. Zylinderhaube, weiß jeder wofür. Ah, apropos, was ich verbauen werde. Dazu komme ich gleich noch. Was haben wir dann? BGM Fasterflow Benzinhahn. Bisher für mich immer hervorragend zu gebrauchen, hat mir nie Probleme gemacht. Wer entsprechend Leistung fährt, braucht auch einen guten Spritfluss. Sollte sich auf jeden Fall überlegen, ob er den Original-Sprithahn fährt oder ob er auf den Fasterflow umsteigt. Für mich ist das immer Standard, dass ich immer umbaue, um sicherzustellen, dass auf jeden Fall maximale Spritmenge ankommt. Ja, New Frame, das sind die Aqua-Bremsklötze. Die kommen bei mir hinten auf die Bremstrommel. Da, mit denen habe ich immer gute Erfolge und da ist auch nichts zu bemängeln. Ja, jetzt haben wir hier drei Gangräder. Augenblicklich ist leider der dritte Gang nicht zu bekommen bei BGM. Das wird ein BGM-Getriebe, wie ihr seht. Hier, reinhalten. Ich hätte auch gern einen Kameramann, der mal so ein bisschen rumläuft und so, dann wäre das vielleicht ein bisschen entspannter. Aber wir machen hier BGM-Getriebe rein. Konsequent, also Schaltbolzen, Schaltkreuz, die Getrieberäder. Leider fehlt der dritte Gang und ich habe mit dem Scooter Center gesprochen. Die sind auch im Moment total leer gekauft und die kriegen gar nicht so schnell die Teile ran, wie die gekauft werden. Deswegen habe ich, ich weiß nicht, wo er ist, aber alle Gänge von BGM bis auf den dritten Gang, das ist ein Original Piaggio Gangrad. Das werde ich jetzt erstmal verbauen und wenn das dritte Gangrad wieder lieferbar ist und wenn ich den Motor irgendwann aufmache, um ihn zu inspizieren und gegebenenfalls eine große Inspektion zu machen, dann werde ich die Gangräder tauschen. Ich habe mich deshalb für ein Original-Gangrad entschieden, weil die LML-Qualität hinsichtlich der Wellen ein ganz großes Desaster war und ich den Zahnrädern auch nicht die Qualität abverlange, die ich den BGM-Gangrädern abverlangen kann und den Originalen. Also deswegen Gang 1, 2 und 4 kommen von BGM und das dritte dann halt von Piaggio. So, dann haben wir hier, hier ist es drin. So, kann ich gleich zeigen. Also, ja. Ne, also, dritte Gang ist leider, oder was heißt leider? Ja, doch schon ein bisschen leider, weil
das Schaltkreuz ist natürlich, was die Härte anbelangt, von BGM sehr hart. Und es hat sich aus Erfahrung gezeigt, dass die Originalbauteile mit der Härte von dem Schaltkreuz nicht zurande kommen. Das heißt, wenn du das Originalgetriebe hast und du nimmst das Schaltkreuz aufgrund des besseren Verschleißbildes von BGM, kann es dadurch sehr gut passieren, wenn du nicht perfekt distanziert hast und hier und da ein paar Überstände hast, je nachdem in welchem Gang du bist, dass du dir die Gangräder kaputt schlägst. So, das Kreuz ist wirklich hart, das ist also wirklich verschleißarm. Aber wenn du nicht gut distanzierst, dann kann es echt sein, dass du dir die Gangräder kaputt schlägst. Und dann ja, brechen die Flanken und die laufen rund und dann hast du Gangspringen und das ist alles nicht schön. Also der Vorteil dieses Gangrades ist es, dass es wirklich brutal hart ist. Ich würde dieses Schaltkreuz von BGM nur in Kombination mit den Original BGM Gangrädern verbauen, weil die gleiche Härte haben und da hast du überhaupt kein Problem. Da hast du auch sehr wenig Verschleiß, in der Tat. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir jede Menge Kleinscheiß. Hier sind noch Cortecos, Dichtringe. Hier ist auch noch mal einmal so eine Hülse. Was haben wir noch? Sehr geil. Getöntes Tachoglas. Das ist das, was ich sagte. Ich werde den Tacho auseinanderbauen, nullen und dann entsprechend neu abdichten. Deswegen auch die Dichtung. Was haben wir noch? Jede Menge Dichtringe, Cortecos, Schulterringe von BGM. Ganz wichtig, wenn ihr neue Getriebe baut oder beziehungsweise wenn ihr überhaupt die Getriebe zerlegt, solltet ihr euch im Laufe der Zeit mal eine Fühlerlehre nehmen und das Getriebe nachmessen, ob das Spiel hat oder nicht. Idealerweise messt ihr das Laufspiel zwischen dem Schulterring und dem Sägering auf der äußeren Seite, messt ihr aus und Piaggio sagt, das sollte zwischen 0,1 und 0,4 sein. Ich distanziere immer auf 0,2. Wenn du zu eng distanzierst, dann darfst du dir keine Schaltfehler erlauben oder wenn du den Gang mal ein bisschen zu weit drehst oder so, dann ist das ein bisschen gutmütiger, wenn da ein bisschen Spielraum ist in den Gangrädern. Machst es zu weit, also machst du 0,4, ist das. Also beim Schalten fühlt sich das schlabbrig an. Also jeder, der mal ein gut ausdistanziertes Getriebe in den Finger hatte, merkt sofort, ah, das schaltet sich butterweich und das schaltet sich auch sauber und du hältst die Gänge auch gut. Schulterringe sind also ein Muss, wenn du das Getriebe zusammenbaust, damit du vernünftig distanzieren kannst. Was haben wir noch? Motorbolzen sind dabei. Hier ist nochmal so eine Hülse und nochmal Motorbolzen. Das ist etwas, was ich so ein bisschen schade finde, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass im Scooter Center, naja, wie soll ich sagen, eher Hilfskräfte, die, oder das ist wahrscheinlich bei allen so, das ist bei dem anderen Laden unten in Landsberg genauso wie beim Scooter Center, da werden dann halt die ganzen Tüten, wo halt Platz ist, wird halt reingeschmissen. Manchmal nicht sehr glücklich, weil man halt auch sich unter Umständen eine Pelle sucht, je nachdem, was man sucht. Aber es ist halt immer alles dabei. Also das ist auch etwas, was mich sehr freut bei BGM und beim Scooter Center in Köln. Meine Pakete sind meistens vollständig. Nee, meistens nicht, eigentlich immer vollständig. Wenn mal was fehlt, dann kriege ich rechtzeitig die Info und das wird auch problemlos und kostenfrei nachgeliefert. Aber der größte Knaller beim Scooter Center ist einfach, die liefern halt so ein 28 Kilo Paket innerhalb von 18 Stunden. Ne? Also bestellt, nachmittags um 3 hatte ich das bestellt. Und am anderen Morgen um 11 Uhr war es bei mir auf dem Hof. Also das ist schon sehr sexy. Also Scooter Center, da macht ihr echt einen geilen Job. Ja, hier ist der Schaltbolzen von BGM. Schaltkreuz stromert hier bestimmt auch noch irgendwo rum. Abdeckplatte vom Elestadt Motor, damit die Luft, die vom Polrad kommt, nicht gleich hinten rausgeschossen wird. Ne? So, also das haben wir alles dabei. Was haben wir noch? Sekunde. So. Ah ja. Hauptwelle Lusso. Habe ich mich entschieden für die FA Italia. Nicht, ob man sehen kann. Auch da hatte ich mit dem Scooter Center gesprochen und die haben mir gesagt, dass die Wellen von FA Italia wirklich hervorragend sind und wirklich eine gute Alternative sind zu dem, was man sonst so kaufen kann. Probiere ich jetzt aus, werde ich sehen. Also haptisch, was man hier so fühlt und was man hier so in der Hand hat, sieht das sehr sexy aus. Also ob ich die empfehlen kann oder nicht, werde ich wissen, wenn ich den Roller ein bisschen gefahren bin. Was ich definitiv nicht empfehlen kann, aus meiner Erfahrung, sind die LML-Wellen, weil bei den LML-Wellen war es tatsächlich so, dass ich
Ich habe die, das hatte ich bei drei Motoren, dass dieser Bereich hier, wo die Verzahnung von der Bremstrommel drauf sitzt, dass dieser Teil hier verdreht war. Und das war gar nicht schön. Und deutet natürlich auch einen Qualitätsmangel bei den Wellen hin. Deswegen gab es keine Alternative, also beziehungsweise gab es für mich keinen Weg zu LML-Wellen, sondern ich probiere jetzt mal die FA Italia aus. Aber das ist, wie es immer ist. Ihr müsst das halt ausprobieren. Es gibt den einen, der sagt so, der eine sagt so. Am Ende des Tages bist du verunsicherter als vorher, weil dir irgendwer gesagt hat, das musst du nehmen. Dann sagt dir dein bester Kumpel, nee, das musst du nehmen. Dann sagt dir ein Schrauberexperte, nee, das musst du nehmen. Leute, es kommt halt immer darauf an, was du fährst, wie viel Leistung du hast, wie viel Power generell im Motor sitzt, wie du damit fährst, ob du schaltest wie ein Wallach, der gerade von der Weide getrieben wird, oder ob du eher zart und sanft die Gänge einlegst, ob du hart am Gas hängst. Es kommt halt auch immer darauf an, wie der Anspruch des Fahrers an das Material ist und natürlich auch, wie die Qualität des Materials ist. Aber da gibt es kein Pauschalurteil, sondern kann alles scheiße und das ist alles gut. Also da kann man zum Teil gute Erfahrungen haben und zum Teil sehr schlechte Erfahrungen. Ich persönlich, nur ich, was ihr macht, ist mir wurscht. Ich persönlich probiere das jetzt aus. Wenn das klappt, dann ist das schön. Wenn das nicht klappt, dann muss ich auf eine andere Welle zugreifen. Aber das funktioniert halt nur, wenn ich die Erfahrung selber mache. So. Was haben wir noch? Zwei Tachowellen? Ah, ja. Tachowelle deshalb, zweimal. Ich brauchte eine als Ersatz und eine für den Riddick. Da muss ich die allerdings noch kürzen. Da kommt nämlich eine gekürzte Gabel rein. Und bei einer gekürzten Gabel und bei einer original langen Tachowelle kann es dazu kommen, dass die Wellen immer abreißen. Also kleiner Tipp für euch, solltet ihr eine gekürzte Welle planen zu verbauen, kürzt die Tachowellen gleich mit. Sowohl die Welle als solches, als auch die Außenhülle, damit ihr da keine Probleme habt, dass euch die Wellen da dauernd abreißen. So, was haben wir noch? Ah, jetzt wird's sexy. Meine Stoßdämpfer. BGM. Das ist hinten für die PX und vorne für die PK, weil ich die Gabel vorne um 6 cm kürze. Und bei dem PK-Dämpfer habe ich den riesen Vorteil, dass ich hier ein Gewinde habe. Das heißt, ich kann die Gewindeeinstellung dieses Dämpfers noch so verändern, dass ich den Dämpfer sogar bzw. den ganzen Roller vorne noch ein bisschen tiefer kriege. Das habe ich das erste Mal bei der Charlotte verbaut. Hat keine Zug- und Druckstufenregelung, ist mir an der Stelle aber auch egal, weil ich mit den Einstellungen, die man hier dran vornehmen kann, ein gutes Ergebnis erziele. Das heißt, die Federvorspannung entsprechend einzustellen, geht von wirklich relativ weich bis zu knüppelhart. Aber ich habe halt auch hier die Möglichkeit, wie ihr seht, den Dämpfer wie ein Gewindefahrwerk früher beim Auto oder wie heute noch beim Auto. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, hat er noch Restgewinde, legt er nicht tief genug. Also ihr seht, kann ich wunderbar den Dämpfer in der Höhe noch verstellen und ich kann also den Roller vorne noch ein bisschen tiefer kriegen. Bei Charlotte hat das gebracht circa einen Zentimeter. Das heißt, Charlotte, der silberne Roller von mir, der kam vorne circa 6 bis 7 cm runter. Sieht sehr geil aus. Je nachdem, was du für einen Vorderreifen fährst, ist das schon schwer sexy. Also BGM-Stoßdämpfer. Für mich an der Stelle tatsächlich kompromisslos. Bei dem PK-Dämpfer habt ihr noch zwei verschiedene Adapter, die ihr oben einbauen könnt. Einen kürzeren und einen längeren. Ich verbaue den kürzeren. Macht die Sache halt ein bisschen tiefer. So. Übrigens, Der Irrglaube ist der, dass ihr das Tieferlegen des Rollers über die Gabel erzielt. Nein, das Tieferlegen des Rollers kommt tatsächlich über den Stoßdämpfer. Also da solltet ihr dran denken, wenn ihr die Gabel kürzt, hat das sicherlich seinen Sinn und Zweck. Aber das Tieferlegen des Rollers kommt durch einen kürzeren Dämpfer und nicht durch das Kürzen der Gabel. Hat das mit Schwingwinkel zu tun und so weiter und so fort. Aber das führt jetzt echt zu weit. So, was haben wir noch? Ja, wir haben noch ein paar Lager. Dann haben wir, was sehr Geiles. Mal gucken, ob das funktioniert. Auch das werde ich ausprobieren. Das ist vom Wolle aus Hamburg. Das ist nämlich der Stoßdämpferadapter für einen tieferen Einbau des Stoßdämpfers vorne an der Gabel. Das heißt, auch da nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was an Tiefe zu holen.
Mal gucken, ob das bei all dem, was ich da so mache, ob das Sinn und Verstand hat. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich sehen, wenn ich es verbaue. Und wir werden sehen, ja, aber das ist natürlich... Ah, ich meine, die Sachen vom Wolle sind schon sehr sexy. Und ich weiß ja auch, wer das hier macht. Also, das ist schon sehr, sehr pornös. Also, an dieser Stelle, schönen Gruß an Wolle nach Hamburg, beziehungsweise nach Bispingen. Machst einfach geile Sachen. Ja. So. Also, da gucken wir mal, ob und inwieweit das Sinn und Verstand hat, was ich da mir in den Kopf gesetzt habe. Auch da gilt, ich probiere das aus. Ich frage nicht irgendwen, sondern ich probiere es einfach mal aus. Und dann werden wir sehen, ob es funktioniert. So, was haben wir noch? Spiegelerleitung, natürlich in blau, weil Riddick soll ja blau werden. Ein Zugset, den haben wir auch noch dabei. Und ja, ich habe mir jetzt mal in schwarz genommen, weil ich glaube, dass grau nicht gut aussieht zum Blau von Riddick. So. Und jetzt kommt das Geilste. Und das ist eine Premiere für mich. Ich muss noch da ein bisschen Platz machen. Und das ist eine Premiere für mich. Ich habe zum ersten Mal in meinem jungen Leben ein Malossi-Gehäuse hier. Und das hole ich jetzt mal raus. Also, das Malossi-Gehäuse habe ich auch vom Scooter Center bestellt. Ich bin total aufgeregt. Bis dato hatte ich mit Motorgehäusen... Naja. Sagen wir mal, da sind vor so ein paar Jahren sind Motorgehäuse auf den Markt gekommen, die haben mich echt in den Wahnsinn getrieben. Und da habe ich echt gezweifelt, ob ich zu blöd bin, Motoren zu bauen. Habe aber festgestellt, dass das nicht an mir lag, sondern tatsächlich an der Qualität der Gehäuse. Über dieses Gehäuse weiß ich noch gar nichts. Ich habe im Vorbeigehen mal irgendwo was aufgeschnappt, dass wohl die Zylinderstehbolzenbohrungen nicht so passend sind, dass man die Zylinder nicht ganz drauf kriegt. Ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, weiß ich nicht. Das heißt, ich werde jetzt, wenn ich das Ding zusammenbaue, meine ganz eigenen Erfahrungen damit machen, ob und inwieweit das qualitativ dem entspricht, was ich glaube, was Malossi liefert. Es wird spannend. Ich bin echt gespannt. Also ihr seht, es ist noch zu. Hier, ne? Ich werde das jetzt auch nicht aufreißen, weil das ist sehr teuer. Und das möchte ich so lange in der Kiste lassen wie irgend möglich. Fräsen brauche ich ja nicht mehr viel. Die Überströmer sind ja schon angepasst. Da fällt mir ein, es fehlt hier noch was. Das muss ich gleich noch aus meiner Werkstatt holen. Das hole ich gleich noch. Fräsen muss ich an den Überströmern ja nichts. Die sind ja passend. Beim Drehschieber ist es so, dass ich da nochmal ran muss. Ich habe nämlich vor, ich habe lange überlegt, was ich mache. Ob ich einen Membranmotor baue, ob ich da die wilde Sau wieder mache oder ob ich beim traditionellen Drehschieber bleibe. Ich habe mich entschlossen, einen traditionellen Drehschiebermotor wieder zu bauen und auch wieder mit SI-Vergaser. Jetzt werden einige sagen, Alter, mach mal richtig Leistung in den Motor. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe den Mr. Grey, den ich gebaut habe, der hat 23 PS, 28 Newtonmeter mit dem 30er Dello. Alles chic, alles schön. Aber es sieht halt nicht original aus. Ne? Also wenn du die Backe abmachst, grinst dir halt dieser Riesenvergaser entgegen. Was heißt Riesenvergaser? Also der große Vergaser entgegen. Und... Naja, wenn du halt nicht alles eingetragen hast, dann winkst du halt schon mal mit dem Mängelkärtchen. Habe ich also nicht so wirklich Lust drauf. Die TÜV-Situation in Deutschland kennt ja jeder von euch. Das betrifft ja nicht nur die Autofahrer, sondern auch uns Rollerfahrer. Deswegen möchte ich dieses Mal, was heißt dieses Mal, also meiner Tradition folgend einen leistungsstarken SI-Motor bauen. Dazu werde ich einen SI-Vergaser bearbeiten. Und einen 210er Malossi Sport benutzen mit einer 60er Welle. Die 60er Welle ist leider nicht bei. Die ist nicht lieferbar. Das heißt, wir werden da noch drauf warten müssen, dass die nachgeliefert wird. Bestellt ist sie. Und liebes Scooter Center, sobald die Welle kommt, bitte schicken, schicken, schicken. Ich werde die Welle verlasern. Einfach vom guten Gefühl her, weil ich über 20 PS gehen will. Und das Scooter Center sagt bei ihren Wellen, bis 20 PS machen wir das mit. Danach reißen wir die Hände hoch. Da wissen wir nicht, wie viel Kraft drauf geht. Also werde ich sie verlasern, einfach um sicher zu sein, dass ich mir den Motor nicht kaputt mache, wenn ich einen Verdreher habe in der Welle. Ich versuche, ich weiß noch nicht, ob es gelingt, ich versuche den Mr. Grey mit dem Malossi MHR, der da drauf ist, leistungsmäßig zu kriegen. Das wären 23 PS.
Das ist hiermit möglich. Ich habe den letzten Malossi Sportmotor, den ich gebaut habe, der ist nach Osnabrück gegangen, der hatte 21,8 PS mit einem leicht veränderten Auslass. Da haben wir die Sehne ein bisschen breiter gemacht. Und ich glaube, mit dem entsprechenden Auspuff, ich fange mal mit einer Polini-Box an. Das ist der Auspuff, den ich noch hier liegen habe. Könnte aber durchaus sein, dass ich dann auf einen Resopod umsteige. Bei Mr. Grey fahre ich ja den Daytona vom Marco von Pipe Design. Der ist schon schmutzig. Also der hebt dir die ganze Leistung komplett hoch über das gesamte Band und macht dann eine schöne Kurve und lässt dir hinten raus auch noch deutlich mehr Luft zum Ausdrehen als die Polini-Box. Was man will. Wenn ich Drehzahl zur Verfügung habe, dann nutze ich auch gern die rechte Hand und ziehe es auch durch. Wenn die Drehzahl nicht zur Verfügung ist, dann ärgert es mich immer, wo ich dann denke, so akustisch könnte da einfach erst noch mal ein bisschen mehr kommen. Der Witz ist aber, dass wenn so ein Motor dann bei 2.500 Touren richtig einsteigt und dann nach vorne drückt, dann brauchst du die Drehzahl nicht. Das ist nämlich dann das Schöne, dass du dann auch den Berg genauso schnell hochfährst, wie du ihn runterfährst. Jetzt muss ich aber noch zwei Sachen aus der Werkstatt holen, denn wir haben noch nicht über die Nebenwelle gesprochen und noch nicht über den Zylinder. Die Sachen hole ich jetzt noch und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, hier sind noch ein paar andere Teile, die auch im Paket waren. Das ist noch ein paar Schulterringe. Nebenwelle, auch von BGM. Ja, kommen auch noch dazu. So, aber jetzt kommt etwas. Ja, pass auf. Ich habe hier eine Nebenwelle, also den Tannenbaum. Der hat einen ultra kurzen vierten und einen kurzen dritten Gang. Macht das Sinn? Ich war skeptisch. Ein Kumpel von mir aus Köln hat dieses Konstrukt in seinem Roller verbaut und die Kiste ging einfach brachial nach vorne. Ob du vom dritten in den vierten oder vom zweiten in den dritten bist, das Ding ging einfach nach vorne. War leistungsmäßig eigentlich meinem Roller ein bisschen unterlegen. 2, 3, 4 PS und Newtonmeter auch. Aber gut, es könnte auch daran gelegen haben, dass ich ein bisschen stabiler gebaut war bis zu diesem Zeitpunkt, aber der fuhr halt echt brutal weg. Und auch bei diesen hohen Geschwindigkeiten vom zweiten in den dritten und vom dritten in den vierten. Deswegen habe ich hier kurz 3 und ultra kurz 4. Werde das also verbauen in der Hoffnung mit einem, und das ist auch etwas, was ich ausprobieren will. Ich weiß noch nicht, ob der erste und der zweite Gang halt zu lang sind. Mit einem Primär von BGM mache. Und zwar habe ich hier ein 24er Kupplungsrad. Und ein 62er Primärrad. Und das werde ich dann entsprechend vernieten. Ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen. Hier ist auch noch, was habe ich denn hier noch? Auch noch ein 24er. Was habe ich hier noch? Hier habe ich noch ein 64er Primärrad. Also ich habe da mehrere Möglichkeiten, entsprechend die Primärübersetzung zu machen. Ich werde mal meinen Gear Calculator bemühen und mal gucken, was das so in den einzelnen Etappen ausmacht, um dann hinterher zu entscheiden, was ich verbaue. Die 2462 sind gerade verzahnt, ne? Also da seht ihr es, die sind gerade verzahnt, wohingegen die 6465er Primär halt schräg verzahnt ist. Schräg verzahnt, gerade verzahnt hat halt Vor- und Nachteile. Das jetzt alles aufzudröseln wird wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig und zu lange führen, aber der Kraftschluss, den ich bei einem gerade verzahnten habe, ist doch deutlich anders als bei einem schräg verzahnten. So. Ihr seht, hier ist der Zylinder. Es ist ein Malossi Sport geworden. Malossi Sport, ja, ich hatte erst überlegt, ob ich einen Quattrini nehme. Aber das passt ja auch alles nicht mehr vom Kostenverhältnis zusammen. Ich bin da mittlerweile, was hier an Geld auf dem Tisch steht, ist schon echt übel. Aber wenn du dann noch überlegst, dass du für einen Zylinder und für eine Kurbelwelle vierstellig ausgeben musst für zwei Teile, habe ich gesagt, nö, wäre geil, hätte ich Bock drauf, aber nö, ist mir zu teuer gewesen. Deswegen ist es ein Malossi Sport geworden. Hatte auch kurz überlegt, einen Polini zu nehmen, aber ich selber habe keinen Malossi Sport jemals gefahren, sondern nur für andere diese Motoren gebaut. Die fuhren schon sehr gut, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise die Diagramme gesehen. Aber Ende vom Lied ist, ich habe selber nie einen gefahren. Deswegen werde ich den verbauen. Ist ein 2018er. Malossi Sport, den werde ich entsprechend bearbeiten am Auslass. Die Sehne werde ich ein bisschen erweitern. Ich werde mal gucken, was wir da so machen. Also auf
Steuerzeiten nach oben werde ich gar nicht verändern. Also den Auslass werde ich in der Höhe so lassen, wie er ist. Ich werde ihn nur ein bisschen breiter machen. Mal gucken. Ich habe mit einem Kumpel aus Nürnberg gesprochen, mit dem Frank an dieser Stelle. Frank, viele Grüße nach Nürnberg zum Ofenwerk. Der hatte gesagt, er hat ganz gute Erfahrungen mit 60er Sehne gehabt. Also dann werde ich wahrscheinlich mal auf eine 60er Sehne gehen und mal gucken, wie sich das bei mir auf dem Roller fahren lässt, wie es sich darstellt, wie die Leistungsentfaltung ist. Wie gesagt, das Ganze mit dem 26er Faster-Flow entsprechend bearbeitet, dass der auch den Spritdurchsatz schafft. Ja, was jetzt hier noch fehlt, ist die Kupplung. Die Kupplung ist eine BGM Superstrong, und zwar die neue Superloop. Die hätte ich euch eigentlich gerne gezeigt, aber die ist nicht im Paket. Die ist, oder ich habe sie irgendwo nicht gesehen. Also es kann auch sein. Ich werde gleich nochmal forsten, vielleicht habe ich sie einfach übersehen. Glaube ich aber fast nicht. Von daher ist es heute Premiere und das auch noch geilerweise im Video beim Unboxing. Es fehlt ein Teil, das ist die Kupplung. Ich werde umgehend das gut das hinter benachrichtigen und sagen, dass die Kupplung fehlt. Nein, gar nicht schlimm. Bei der Masse an Teilen, die ich bestellt habe, kann es also echt durchaus mal passieren, dass was unter die Räder kommt. Gar nicht dramatisch. Ja, also ihr seht, es sind eine Menge Teile gekommen. Das nächste Video, was wir machen werden, wird eine Bestandsaufnahme sein vom Riddick. Das heißt, wir werden uns zusammen den Riddick angucken und werden mal, oder das Projekt Riddick, die PX, wir werden uns das mal zusammen angucken, was da so an Überraschungen auf uns wartet. Wie gesagt, der Bock hat 80.000 auf der Uhr, hatte aber frisch TÜV und so weiter. Das ist eigentlich alles ganz gut. Der Motor ist da rausgeflogen, weil der in einem anderen Roller benötigt wurde. Der Roller stand halt einfach nur im Weg. Den habe ich vom lieben Sebastian aus Bottrop, in diesem Sinne der Gruß in den Pott zum Kölle. Kölle, wir gucken uns deinen Roller mal an, ne? Und das werden wir nächste Woche, glaube ich, tun und werden in diesem Zusammenhang da mal schauen, wo da Überraschungen sind oder keine oder doch oder hin oder her und werden den Roller mal zerlegen. Denn ich befürchte, ich werde ihn lackieren wollen, werden, müssen. Also mal sehen, wie ich das so mache. Also, lackieren. Er soll auf jeden Fall blau werden. Und was da noch so mit passiert, lasse ich mir mal einfallen. Also, jetzt habt ihr gesehen, was ich so vorhab, was im Paket war. Und jetzt werde ich euch nochmal das Ganze ein bisschen schön hinstellen und dann werden wir das nochmal ein bisschen filmen. Und ihr könnt euch das in Ruhe mal anschauen. Ich sage, schöne Woche, schöne Restwoche, wann auch immer das Video kommt. Ich denke, es wird am Sonntag kommen. Und freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin, macht gut. Tschüss. Building castles in the sand, holding on each other's hand, but baby, nothing ever goes as planned. You're slipping, slipping away. Promises are stumbling. So lost inside a plan, you're sleeping, sleeping away. I used to think the world would never stop moving, and I got you so close, baby, and yet you're so far away. Inside a plan, you're sleeping, sleeping.